Hey ho, liebe Community, was geht hier? Sternchen, ich bin ordentlich auf die Fresse. Ja, heute kein Black Ops Gameplay, nein, sondern eins meiner jetzt neu ernannten, zum Zweitprojekt ernannten Let's Play von Need for Speed Most Wanted. Kann man sagen, zwei? Das ist hier nicht zuerst, so das erste, aber es ist ja nur Most Wanted auf der Packung. Ja, jetzt wieso Most Wanted, ganz einfach, ein Freund von mir hat sich gewünscht, dass ich jetzt mal Let's Play, und da habe ich gesagt, ja komm, haust raus, fängst an. Bla bla bla, Start drücken, Start, Start. Weil ich habe das Game schon mal durchgezockt, aber ich werde euch jetzt nicht verraten, wie der letzte Endboss-Gegner das richtig irgendwas ist. Oh, die ist ja, ich hab halt Black Ops schon so aufgeregt. Das ist echt nochmal zu viel. Was sind wir hier? Oh, ein Lamborghini Aventador LP700. Ein Porsche Ford F-150, F-40 Raptor, dann M3. Ja, ich bin so ein kleiner Autofreak. Ich weiß sehr viel über die Autos. Zum Beispiel ist die Camaro Staffel 1. Und ja. Das Intro. Electronic Arts Presents. Ui, Straßen. Ein Hafen und noch mehr Straßen. Equatorian Gate. Ui, Wasser. Ui, ist ein Haus. Boah, da ist eine Schrift im Himmel. Need for Speed Most Wanted. Equatorian Gate. Der Terminal ist richtig. Heimat der intensivsten Straßenrennen des Planeten. Forschung nach dem Zweier. Die Fahrer beherrschen diese Straßen. Sie sind immer auf der Flucht, fahren Lenta. Die besten Wagen und dominieren die Stadt. Agera. Sie sind die Most Wanted. Um Teil dieser Elite zu werden, Challenger. Musst du dir verdienen, Camaro. Sie zu fahren. Besiege sie und werde Nummer 1. Most Wanted von Ehre, die Arme. Challenger von Toku. Dazu brauchst du Wagen. Viele Wagen. In der Stadt sind einige der heißesten je gebauten Wagen verteilt. Findest du sie, kannst du sie fahren. Fahre einfach zu einer Wechselstelle und spring hinein. Folge der Route auf der Karte zu deinem ersten Wagen. Die Straßen warten schon. Und zwar ist V12. Ja, also, ich kann so viel zu viel sagen, es ist richtig. Obwohl die Drift Engine, also das Driftverhalten von den Autos ein bisschen schwieriger ist als Drift Engine, das Speed Hot Pursuit. Da gehen wir gerade deutlich leichter in die Kurve. Das ist auch besser zu handeln, handhaben. Aber, boah, ich bin nicht. Oh, da muss ich halt ein bisschen reinführen. Das ist hier nämlich viel derbe Aufschüttung, dass wenn du ein Auto an leicht anschnappst, dass du sofort 10.000 Mal überstehst und das andere Auto einfach stehen kann. Das ist auch sogar beim Frontal. Oh, noch. Oh, noch. Oh, noch. Das ist dann das nicht für die Musik. Den Sound. Moment. Schön im Himmel. Also das haben sie, da muss ich sagen, großes Lob. Den Sound haben sie richtig schön umgesetzt. Also ich kann es nicht. Schau, das meinte ich. Gut, das ist auch umgefallen, aber normal.
knallt einfach mit 200 Sachen einfach frontal in einen rein. Über 15.000 mal 350. Du hast deinen ersten Faden gefunden. Oh, das ist ja nicht. Porsche, meine. Ja, du ballerst einfach voll drauf, das Auto geht so ein bisschen zurück, was das du angefangen hast, das überschlägt einfach 10.000 Mal. So, ja, jetzt haben wir hier einen Porsche. Für jeden Wagen, den hallo? Du findest, darf ich? Das eigene Rennen. Mit Easy Drive greifst du darauf zu. Kann wähle Zielpunkt festlegen, um dein erstes Rennen zu finden. Ja, eine darf Route ich? Eine zur Startlinie erscheint auf der Karte. Ja, okay. Folge ihr zum Rennstart. Darf ich jetzt? Danke schön. Boah, das ist aber weit. Fahre, um zu starten zum Kontrollpunkt. Das ist ja super und gemacht. Weg. So, jetzt sind wir hier. Weg. Keys to the city. Ah, dann sind wir auch gleich bei dem Most Wanted Kitchen, oder haben sie gerade ziemlich kurz gesehen. Und das finde ich auch ganz gut, dass du die Sachen erfahren kannst. Zum Beispiel, wenn wir jetzt Zweiter werden, gut, das war noch zwei mit, aber wenn wir jetzt Zweiter werden, kriegen wir einen Nitro-Brenner und wenn wir Erster werden, kriegen wir Geländereifen. Das heißt, wir können unser Auto, je nachdem, wie wir es gerne hätten, ein Aufmotzen. Scheiße. Was dann echt nicht so gut hat. Ach, wann ist er schon dran? Ja, Windschatten dran. Mann! Eigentlich komm mal, ne? Was fahren wir denn hier? Porsche 911 Carrera S müsste das eigentlich. Wie gesagt, der neue, die neueste Version des Carrera. Ich finde, der Porsche auch ein sehr schönes Auto hingezaubert. Wobei der 911 war einfach. Den kannst du ja nicht technisch machen. Ich kann, du machst ein anderes Auto draus. Aber wir haben das auch der 911 mehr eigentlich. Und der ist irgendwie nicht in die Kurve drin. Gar nicht in Ordnung. Sonst habe ich gemeint, der stand da jetzt da einfach nur rum und du hast 10.000 Euro geschlagen. Ja. Eine Tankstelle. Tankstellen kann ich dir mal wirklich verraten. Die reparieren dein Auto. Moment, das kann ich nicht mehr. Zack! Das wechselt auch die Farbe. Und wenn man Nitrobrenner drin hat, kriegt man neues Nitro. So, das haben wir jetzt freigestellt. Geländereifen und ein Nitro-Brenner. Erste und zweite Plätze bringen Modifikationen für deinen Wagen. Bau sie ein, um ein sofortiges Upgrade zu erhalten. Oder ändere später Reifen, Nitro, Chassis, Karosserie oder Getriebe mit Easy Drive. Kann ich. So, also jetzt bauen wir den Nitro-Brenner ein, der bringt uns die beste Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit. Speedpoints lassen dich in der Most Wanted-Liste aufsteigen. Lass mich aufreden! Gewinne sie in Rennen oder indem du durch Reklametafeln springst, ja, an Radarkameras vorbeirast, ja, Sicherheitstore zerstörst oder den Cops entkommst. Ja, haben wir verstanden. Autolog speichert jeden gesammelten Speedpoint. Je mehr du sammelst, ja, desto eher forderst du Pro den Most Wanted-Fahrer heraus. Es lässt sich richtig ein, wie man jetzt ab. So, was jetzt gesagt hat, weiß ich nicht mehr, aber auch egal, weil einfach nur fahren. Wie kommst du voran? Easy Drive hilft dir dabei, alle Challenges in der Stadt zu finden. Ja gut, wir haben es verstanden. Was als nächstes passiert, entscheidest du. Ja, danke. Das ist ja Mod. Reifen, Geländereifen sind eigentlich keine Verstechung auf der normalen Straße, sondern nur im Gelände. Deswegen machen wir die auch mal drauf. Und eine Hupe gibt's auch. Aber da finde ich, hätten wir ein bisschen mehr Mühe geben können, weil ich glaube, bei jedem Auto ist die Hütte gleich. Und da hinten, da sehe ich auch das Umfeld, oder? Und dann fällt es mir wieder. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal eine Runde. Ich will auch einen Schritt, den man hier richtig geil anwenden kann, ist die Rockstar-Runde. Die ich hier gerade gemacht habe, oder auch, wie gesagt, das war jetzt die 60. Rockstar-Runde gibt es im Moment. Man fliegt so, dann lässt man das Fuß für den Kopf und dann macht man einfach den hier. Ein bisschen hochbringen und dann zack. Dann einfach weg. So, geht hier ein bisschen rum hier. Genau, komm mal. Und dann zieht er auch mein Auto. Oh, da kann ich nicht in der Kopf. Na, da bin ich. Ah, ich sehe das schön im Himmel.
Och Mann, kann ich fahren. Ich bin eigentlich auf der Suche nach einem Auto, was ein bisschen besser ist als... Ja. Ein bisschen besser ist als der Porsche. Da sind einige. Moment. Ist auf die Karte. Ich weiß schon, wo einer steht. Da ist ein Kraftdepot hier. Ja. So, anwarten. Perfekt. Was ist denn rum? Ah, so. Ja, das ist total realistisch. Die Federung und die Reifen hätten vorhin voll durch die Karosserie gehauen. Oh, das war das mein Kopf, oder? Hm. Ich will euch jetzt immer was bieten, aber ich muss jetzt Merrill Corvette. Merrill Corvette. Chevrolet Corvette, meine ich natürlich. Was ist denn hier? Ich hab da hier gerade ein Auto rein. Aber wir nehmen jetzt mal wieder vorweg. Verdächtiger hat Wagen gewechselt. Verstanden. Auf Herstellung und Modell des verdächtigen Wagens. Over. Nein. Ja, das war nicht so. Ja, nein, wir kommen hier nicht raus. So. Ich finde es auch gut, weil wenn man auf den Rädern landet, dann wird man einfach so weiter. Genau, wenn man einfach unterbaut und auf den Rädern wieder landet, dann fährt man einfach gleich weiter auf den Rädern. Hier kann ich auch noch ein bisschen steuern. Oh, das ist hoch. Oh, das war eine falsche Richtung. Scheiße, ich bin hier am Rädern nur einfach weiter. Weil man hier steht auch ein... GTR müsste ich nicht. Genau, nicht von GTR. Aber wir wollen nicht. Wir wollen unsere Lichter halten. Zentrale! Achtung! Beschreibung geändert! Langweiler! Verdächtiger fährt momentan nach Westen! Geh doch mal in die Kurve, Mann! Das ist doch ja. Da muss ich, glaube ich, auch lassen, ne? Oh ja! Oh, jetzt kommt! Hier steht mein Lieblingsauto! Oder eins meiner Lieblingsautos, das man ja auch schon gefahren hat. Verstärkungseinheit verfügbar. Ja, ja, ja. Ja, das geht ja. Der Aerial Auto. Verdächtige hat Wagen getauscht. Dranbleiben. Das Pferde wieder abgeht. Mit Beschleunigung. Verstanden. Könnt ihr der Verstärkung die Höchstgeschwindigkeit, genau! Und die Höchstgeschwindigkeit ist jetzt nicht so der Sonne. Aber das ist egal, die Beschleunigung ist eigentlich nicht hammerfrei. Was? Ja, das ist doch richtig geil, wie die Kopf da immer reingeht. Alles aufgeschmissen hat. Ich finde das auch noch mal ein bisschen, ne? Ja, der Techmode. Ich doch gar nicht hin. Genau. Das meinte ich einfach. Boah, ziemlich weit davon. Dann habe ich auch nicht mehr geholfen. Naja. Alter. Der Verdächtige. Oh nein, der fährt weiter. Oh nein. Nein, das ist einfach ein Audi. Okay, die Hüte ist gar nicht immer gleich. Habe ich mich geirrt, sorry. Alle Einheiten aktualisierte Beschreibung. Oh nein, 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 nein. Nein. Zentrale, wir brauchen Verstärkung. Oh ja. Ein Ford F-150 S-Ford Reaktor. Alle Einheiten, Verdächtiger ergreift die Flucht, hat Fahrzeug gewechselt. Gut, wir sagen nochmal, das ist nicht kacke. Ich will noch nichts zu sagen. Aber... Nähere mich und versuche Quick-Manöver. Das ist ein Quick-Manöver, oh, tricky. Oh, das war auch ein Quick. Die sind alle voll drauf reingefallen, ja.
Turm, ich bin auch nicht mehr entspannt, ja. Ich bin jetzt Ghetto oder was, ja. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich kann nicht von dem, wenn man nicht auf... Ich bin gleich... Auf die Füße, wenn ich das richtig mache. Ja, ich hab schon gut gesehen. Und rücken nicht wieder. Wir drehen mal einfach hier wieder um. So weit, okay. Komm, 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 fahr, 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 fahr. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss, weil ich muss eigentlich mein zweites Auto oder so in der Mitte sein. Ich weiß nicht, was ich kann. Oh, Fisch mal. Ich kann mit jedem anderen Auto der Fisch mal mit dem Raptor einfach weggeballert. Hey! Hey! Genau, wir sitzen um 3, ne? Um 3, 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 Oh, das war nicht gut. Wo ist die Waffe? Blau? Ja, aber auch nicht gut. Ja, das ist leer jetzt. Achtung, Verdächtiger versucht uns zu blocken. So, jetzt erstmal den Maserati. Was sofort in die Beziehung ist. Zentrale Verdächtiger von allen Einsatz installieren. Gebt uns alles, was ihr habt. Okay, ja. Mhm. Genauso würde jeder andere Wheelkopf auch draufgehen. Da bin ich doch gar nicht hin, Mann. Ja, obwohl, da bin ich drauf. Da bin ich hin, da bin ich hin. Oh ja, da muss ich aber richtig lustig. Man kriegt jetzt nicht, aber. Ich bin schon absolut genau. Oh, ich bin weiter. Wow, 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 wow. Einheit ausgeschaltet, Verdächtiger weiter auf der Flucht. Ja, das war geplant, 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 alles geplant. Ich war auch geplant. Aber da oben auf dem Schild, da kann man drauf fahren. Jetzt. Wenn du mit dem Kopf daneben hinkriegst, dann kann ich das. Komm, 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 komm. Komm, kann ich nicht, kann ich nicht. Ja, 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 okay, komm, der ist gut. Der ist gut, aufpassen. Ich kann jetzt hier nicht einmal sagen. Das ist so kitzig. Einfach nur leicht auf Eck gefahren, das war doch gar nicht. Ja, das war jetzt noch einfach ein Ding. Das ist so gut. Das hatten wir dem Kerl ein Hit. Was, ein Hit? Das ist auch ein Hit.
Ja, das war jetzt nicht der Trick. Nein, nein! Na, gut, das ist ja. Ja, heiße. Na toll. Ja komm, ich musste das machen, damit ich den Profil krieg. Ich meine, hallo? Ja, und mit diesem erwischt. Häng nächstes Mal die Kopf ab und bleibe auf der Sicht, um zu entkommen. Ach, ne, guck. Und ich würde sagen, mit diesem erwischt Medaillen würde ich sagen, verabschiede ich mich und wir sehen uns dann im nächsten Mal. Let's go, Need for Speed, Most Wanted.